So, hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Heute habe ich euch von Turbine was mitgebracht. Ja, Turbine ist einer meiner Lieblingslabels, haben mich noch nie enttäuscht. Kaufe ich immer ganz gerne mal das eine oder andere und ja, finde ich einfach, die geben sich wirklich Mühe und man merkt, dass bei Turbine auch wirkliche Filmliebhaber sitzen. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Hier ist ein bisschen schmuddelig hier bei mir auf meinem Greenscreen. Das gibt es da wohl nicht, aber da seht ihr hoffentlich nicht allzu viel davon. So, egal. Bereavement heißt der ganz gute Film. Der ist schon älter. Ja. Ist aber in Deutschland bis jetzt immer nur Cut, beziehungsweise in der R-Rated-Version erschienen. Und ja, Turbine hat sich da einfach mal dran gemacht, hat sich gedacht, hier. An diesem Umstand müssen wir etwas ändern und hat diesen wunderbaren Film in der Unrated Director's Cut Version auf den Markt gebracht. Das Ganze wurde dann SpioJK geprüft mit keiner schweren Jugendgefährdung und ja, besonders interessant, dass es sich halt diesmal um die unzensierte mit vollständiger Synchro in einer streng limitierten Mediabook-Edition handelt. Ja, das ist doch super, oder? Und genau das Ding schauen wir uns jetzt mal näher an. Dazu schneide ich erstmal hier sauber oder seziere, um hier in dem richtigen Slogan zu bleiben, seziere ich hier erst einmal die Folie und packe das ganze Ding hier ordentlich aus, wenn mir das möglich ist. So, es ist nichts geklebt, das merkt man schon wunderbar, weil nämlich hinten dieser Beipackzettel, der ist halt einfach lose drin in der Folie, so wie das sein soll. Es gibt Böses, so entsetzlich und beängstigend, dass es dich für immer verstören wird. Geil. So, dieses Mediabook wollte ich noch sagen, gibt es in, glaube ich, in zwei, ja, traf mich nicht lügen, in zwei verschiedenen Variationen, also Artworks. Ich fand das irgendwie geil, oder? Also das hat mich total angesprochen. Das andere ging nicht so an mich, muss ich ehrlich sagen. Aber das hier, das finde ich echt heiß. Ihr sieht doch, das sieht doch einfach sexy. So, gucken wir mal hier drauf. Also hier haben wir so ein bisschen Inhaltsangabe zu dem Ganzen. Hier die Ausstattung. Unzensierte Director's Cut, habe ich ja schon gesagt, mit zusätzlichen Szenen und bla bla bla. Jede Menge Making-of und Featurettes und entfernte Szenen und Trailer und ein Buchteil von Daniel Wagner zur Entstehungsgeschichte des Films, inklusive Interview mit Regisseur Steven Manner. So, und was haben wir denn hier sonst noch? Ein paar Bilderchen noch und hier natürlich die technischen Daten. Und da haben wir bei der Blu-ray-Disc natürlich das ganze Full HD, ist doch ganz klar. Audio, Deutsch Audio in 3D. Was für ein Ding? 3, Deutsch Audio 3D, 13 plus 1. Ja, kack, die wandern. Okay, nehme ich jetzt mal so hin. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Das kann meine Anlage überhaupt nicht ausgeben. Was ist das denn bitte? Und DTS HD Master Audio 2.0. Okay, das kann man sich dann wohl schenken. Aber Auro 3D, das ist doch hier das ganz super mega Tonformat. Also da bin ich echt mal gespannt. Jetzt bin ich ein bisschen perplex. Ich wüsste nicht, dass ich auf dem Mediabook schon mal dieses Tonsystem irgendwo schon mal veröffentlicht sah. Also Respekt, Turbine. Wenn das so ist, dann ist es so, gell? Untertitel gibt es in Deutsch und auch für Hörgeschädigte und in Englisch. Ja. Laufzeit 110 Minuten plus 33 Minuten Bonus. Das Ganze ist limitiert im Übrigen. Ich habe hier die Limitierungsnummer 437, die leider. Das finde ich ein bisschen ein Makel, nur hier auf diesem Beileger steht. Ich finde, Turbine macht so viele tolle Mediabooks oder generell einfach schöne Veröffentlichungen. Da kann man das doch hier hinten schön hier oder hier von mir aus in die Ecke einprägen. So richtig schön reingeprägt, mit einer Goldschrift vielleicht verziert. Das sieht ja noch viel hochwertiger aus. Aber nur auf diesem Beileger, schade. So, schauen wir uns jetzt einfach mal das Mediabook an. Und was sehen wir da? Wir sehen hier
matt das Ganze ist es gehalten, aber in so einer Lederoptik. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr es ganz gut erkennen könnt. Ich halte es ein bisschen gegen das Licht. Das ist also hier so ein bisschen strukturiert, das Ganze. Sieht so aus wie ein Lederbuch. Sehr, sehr schön griffig, sehr schön griffig. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Und auch hier, wie gesagt, steht nochmal Unrated Director's Cut drauf. So, gucken wir uns mal den Buchrücken an. Hier oben das Logo von Turbine. Hier der Filmtitel, hier unten nochmal das kleine Foto und auch nochmal die beiden DVD- und Blu-ray-Logos. So, hinten das Back-Artwork. Ein fieser Typ, guckt euch den Fuzzi da an. Ja. Ja. Hat er die Machete in der Hand oder was immer das sein soll. Naja, kann ich auch mitkommen. Ne? Also so ist nicht, aber ja. Unangenehmer Zeitgenosse, erkenne ich sofort. So, gucken wir mal rein. Ah, schön. Blendet ein bisschen leider. Licht ein bisschen falsch eingestellt. Entschuldigt bitte. Hier haben wir die Blu-ray-Disc. Ich hole sie mal raus, aber ich denke mal, innen drinne wird nicht allzu viel zu sehen sein vom Innenartwork. Von daher packe ich sie wieder rein. So, und dann haben wir hier das Booklet. Das ist geklebt. Ich sehe keine Klammerheftung. Das ist also so ein gebundenes Booklet, was einfach nur mittig reingeklebt wird. So, von der Böswilligkeit zum Trauerfall. Dieser Text enthält Spoiler und sollte erst nach dem Filmgenuss gelesen werden. Also Leute, ja, wisst ihr Bescheid? Schön. Oh, natürlich sehr klein geschrieben. Sehr klein geschrieben. Also in meinem Alter, ja, kann man das kaum noch lesen. Muss man die Lesebrille aufsetzen, aber trotzdem schön gemacht. Ja, sehr, sehr schönes, griffiges Papier auch hier und helle Schrift auf dunklem Untergrund, aber sehr klein geschrieben. Naja, hat den Vorteil, man bekommt halt viele Informationen rein und das Ganze hat dann auch wirklich einen Buchcharakter. Auch schön zu sehen, hier die das Ganze mit Seitenzahl nummeriert. Vom Debüt zum Lebenswerk. Einblicke in menschliche Abgründe, sehr viel Text. Ja. Alexandra Daddario schwebt wie ein trauriger Engel durch die Räume. Oh, tolles Bild. Wunderbar alles hier konstruiert und richtig schickes Artwork, hat man toll gemacht. Gefällt mir ausgesprochen gut. Das Spiel mit dem Unbekannten, ja Leute, also das ist dann ein Booklet. Ne? So stelle ich mir ein Booklet vor, wo man einfach nach Möglichkeit sehr viele Informationen kompakt zu einem Film, aber von mir aus auch gerne zu Charakteren, zum Regisseur und so bekommt. Nicht so wie zuletzt bei Ganz Akimbo, was ich euch vorgestellt habe, was ja dann doch ein bisschen, ja, sehr, sehr reduziert war. Das ist also hier eine ganz andere Liga und dann eben auch die Bilder nicht im Fokus in so einem Booklet, sondern einfach so unterstützend, einfach so ein bisschen, um das Ganze noch abzurunden. So muss das sein. Erbarmen oder Erbe. So. Hier haben wir wieder den fiesen Typ. Der Täter wird zum Opfer. Ach, das kann man ja nicht vorstellen. Ist er echt? Na gut, gucken wir erstmal. So, dann haben wir hier den Regisseur. Mit einem Interview von Daniel Wagner. Ja, schön. Gefällt mir ausgesprochen gut. Richtig schickes Booklet. Wunderbar, das macht seinen Namen alle Ehre. Ganz, ganz große Klasse. Ich gehöre nicht zu den Regisseuren, die Aufmerksamkeit benötigen. Okay, vielen Dank für das Gespräch. So, und dann hier nochmal zum Schluss, um das Ganze abzurunden, nochmal zwei Fotos. Und hier auch nochmal etwas zum Autor. Das, so muss das auch sein. Das soll ihm auch zugestehen, dieser Platz, dass man da nochmal eine ganz kleine Information dazu packt. Das ist absolut legitim, das ist absolut berechtigt. Hinten dann nochmal die DVD. Bonusfilm gibt es ja nicht. Und hole ich auch nicht raus, weil das Innenartwork ja hier hinten wie vorne ja durchgehend ist. Wow! Danke Turbine! Richtig schicke Veröffentlichung mit einer Unrated Director's Cut Version von einem Film, den ich noch nicht kenne. Ich habe ihn mir nicht angeguckt, ja, ist an mir vorbeigegangen, aber ich freue mich sehr darauf, mir jetzt den endlich mal geben zu dürfen. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Würde mich sehr freuen. Und noch mehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing.